Und ich freue mich sehr, dass wir zum Thema Bildung heute einen ganz interessanten Gast da haben. Er ist heute das zweite Mal bei uns. Und es ist insofern hochinteressant, weil er kommt aus dem Mainstream. Er kommt aus der klassischen Bildungslandschaft. Und er ist auch nicht irgendwo ein Ersatzlehrer oder ein Aushilfsreferendar mit Klugscheißerpotenzial. Nein, er ist ein Direktor. Das hält sich den Kopf nicht aus. Direkt aus dem Direktorat heute Abend bei uns von der HTL in Hall ein. Jetzt bitte einen Hall einschalten. Hall ein. Ah, das Video. Ach so, ja, genau. Das sollte man nur ein Video anschauen. Dann schauen wir noch schnell ein Video an. Vergesst es, dass ich ihn angekündigt habe und ich mache das nachher noch intensiver. Kleines Video zur Sensibilisierung. Ab den ersten Lebensmonaten in der Kinderkrippe? Oder ginge nicht doch auch das? Fakt ist, die Familienpolitik der vergangenen Jahrzehnte hat dafür gesorgt, dass immer mehr Kinder ab dem ersten Geburtstag in die Krippe gebracht werden. Mutter sei es ihm, aber eigentlich nur Hand in Hand mit einer Institution. Wenn die Wissenschaft weit zurück in die Geschichte blickt, kommen Zweifel. Die machen, was die Sexualität anbetrifft. Total verschiedene Sachen. Die Gibbons sind meine Damen, die Schimpansen Bonobos sind Promis, die Orang-Utans und die Gorillas haben Harems. Aber wenn es dann zum Baby kommt, der Geburt, dann gibt es nur noch eine einzige Strategie. Und das ist in der Symbiose zwischen Baby und Geburt. Symbiose bedeutet, beide haben was davon. Es ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass das, was wir mit unseren kleinen Kindern machen, sich auswirkt, nicht nur auf die Individuen selber, sondern dass auch unsere Gesellschaft als Gesamtheit schaden wird. Durchgetaktet, so funktioniert heute ein erfolgreiches Leben. Die Eltern wollen gleichberechtigt sein. Beide sind gut ausgebildet und wollen arbeiten. Kinder lassen sich nicht so funktional gestalten und sich in einen Alltagszeitplan hineinplanen. Und Pausen in unserer Gesellschaft und auch Zeit zu haben, wo das Kind kreativen Raum hat, wo es einfach mal spielen kann. Und spielen heißt ja immer, man muss in einer gewissen Mußezeit was entwickeln können. Und das ist für Eltern schwierig. Das Spannende ist aber, wenn die Eltern sich darauf dann mal einlassen, dann schalten sie selber ein bisschen herunter. Das geht gar nicht anders. Und in dem Maße, wie sie sich dann auf die Welt des Babys oder des Kleinkindes einlassen, entdecken sie selber die Welt nochmal. In der Forschung ist man sich weltweit einig. Nur eine sogenannte feinfühlige Beziehung und auch der emotionale und körperliche Kontakt mit einer vertrauten Person, die konstant zur Verfügung steht, bindet ein Kind sicher. Doch wer sich auf diese Weise widmet, ob Mutter, Vater, Oma oder Erzieherin, ist bei uns nicht hoch angesehen. Deren Arbeit braucht eine enorme Aufwertung in der Gesellschaft, weil es ist weder den Erzieherinnen oft klar noch der Gesellschaft insgesamt, dass in diesen ersten drei Lebensjahren durch die Art der Erziehungserfahrung die Gehirne dieser Kleinen so verschaltet und vertratet werden und entwickelt werden, dass sie das als Grundgerüst und Baustein womöglich für den Rest ihres Lebens haben. Wir haben 200 Milliarden Nervenzellen, die sind da, aber ob die sich vernetzen und wie die sich vernetzen, hängt von den Beziehungserfahrungen. Und das gut zu machen, ist ein sehr anstrengender Job. Und dann wird klar, dass das sozusagen einer der bestbezahltesten Berufe überhaupt sein müsste. Weil wenn die Gehirne der Menschen nicht mehr funktionieren oder nur noch sehr rudimentär funktionieren, weil das alles gar nicht angelegt ist, dann wird eine Gesellschaft gar nicht weiter überleben können. Gehirnzellen, die nach dem zweiten Lebensjahr nicht genutzt oder vernetzt sind, werden vom Gehirn abgebaut. Diese entscheidende Zeit verläuft heute in Krippen oft so defizitär, dass Erzieherinnen den Beruf aufgeben. Gängige Praxis, 5 bis 8 Kinder pro Betreuungsperson. Ideal wäre, wie hier zu sehen, 3:1. Meine emotionale Zerrissenheit habe ich nicht mehr ausgehalten. Dieses ständige Gefühl, ich werde hier niemandem gerecht, also ich werde mir selbst nicht gerecht in meiner Arbeit, die ich gerne machen möchte, aber aufgrund der hohen Belastung nicht machen kann. Und ich werde den Bedürfnissen der Kinder und den Bedürfnissen der Eltern nicht gerecht. Einfach aus diesem System heraus. Kinder im Krippenalter brauchen vor allem viel Nähe,
viel Zuwendung, viel körperliche Zuwendung und den Erzieher auch mal ganz für sich haben. Ganz für sich alleine, einen erwachsenen Menschen haben. Das ist in der Besetzung, die es derzeit ist, nicht möglich, weil man gar nicht die Kapazität hat und die Zeit hat, da so intensiv auf diesen Prozess einzugehen, weil einfach noch vier weitere Kinder da vielleicht stehen, wovon eins auf dem Arm, eins aufs Klo, eins in Spielsituation begleitet werden möchte oder eins zum Frühstück begleitet werden möchte. Man hat geglaubt, also Bildung ist Didaktik, ist gutes Darstellen, gute, klare Strukturierung eines Gegenstandes und das mag vielleicht für die Erwachsenenbildung auch nach wie vor vordergründig sein. Aber beim Kind ist das schon so, dass das Kind das nur als interessant empfindet, wenn es die Emotionalität spürt und die Beziehung spürt. Die Kosten für frühe Bildung ein Politikum aber berechenbar. Was es aber die Gesellschaft kostet, wenn unsere Kinder emotional unterversorgt sind, ist unermesslich. Wenn man nämlich rechnet, dass später, wenn wir ins Grundschulalter gehen, ungefähr 20-25% unserer Kinder so aufwendig sind, dass wir darüber nachdenken müssen, sie in Psychotherapie zu bringen. Und wir rechnen diese psychotherapeutischen Kosten hoch für diese 25% der Kinder, dann sind wir in einem Kostenbereich, der ist riesig. Und würde man diese Summe dann teilen durch das leider Gottes sehr geringe Gehalt der Erzieherinnen, dann hätten wir genügend Ressourcen, um diese Gelder sehr früh zu investieren und genügend Erzieherinnen auszubilden, sie gut auszubilden, sie zu supervidieren und einzustellen. Und die gesamte Entwicklung dieser Kindergruppe in der frühen Zeit wäre anders. Vorzeigbar beruflich leistungsstark. Es würde sich lohnen, dieses Mütterideal zu überdenken. Weg von Religion und Ideologie, die die Diskussion aller Orten befeuern. Einfach da sein, sich einlassen, sich berühren lassen. Wie lässt sich dieses mütterliche Prinzip in unserer Gesellschaft wieder aufwirken? In unseren westlichen Kulturen wird das Bild der Mutter komplett desavouiert. Diese Frauen werden hingestellt als die letzten Döschen, die nur am Herd sein wollen und sonst gar nichts. Und wer das macht, der kriegt die geballte Häme des Wirtshauses zu spüren. Diese Mütter stellen sich selber mit der gesamten Person zur Verfügung, die gesellschaftliche Ächtung. Die ist auch deswegen so unverständlich, weil wir sind doch so stolz auf unsere pluralistische Gesellschaft. Warum können wir das denn nicht zulassen? Niemand will das Rad zurückdrehen. Es liegt von unseren Beziehungen ab, ob und wie unsere Gesellschaft vorgeschieht. Okay, man darf kurz noch nachhirnen. Und dann auch gerne applaudieren für den Mut von öffentlich-rechtlichen Sendern, sich sowas ausstrahlen zu trauen. Weil das sind schon ganz leise Untertöne, die mächtig sind dabei. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass das jetzt auch immer mehr, ohne irgendetwas anzuklagen, an den Tag kommt und man sich einfach wieder hinwendet zum Natürlichsten, was es überhaupt gibt. Und das ist die Mutter-Kind-Beziehung. Und wenn die ersten 7 Jahre gut funktioniert, sind die Abnabelungsprozesse die nächsten 70 Jahre viel, viel leichter. Und ich weiß, von was ich rede. Und ich war gestern am Sonntag, ich gehe am Sonntag immer ein bisschen in den Wald und dann nehme ich dann irgendwelche Leute mit. Gestern waren 4 Hunde, 4 Kinder und das Begleitpersonal dabei. Und es ist, ja, leicht bedenklich, weil das hat mir jetzt da gerade ein bisschen angetriggert, wenn da so 10- bis 14-Jährige dabei sind, die 1,5 Stunden im Wald nichts mitkriegen. Die kriegen nichts mit. Die hauen mit Plastikflaschen rum und schreien in den Wald rein. Hallo Echo oder Versicherung Helvetia. Wow, toll, das spielen die im Wald. Also zum Thema, auf was Werbung abzielt. Ne? Die haben wirklich gestern geschrieben, Versicherung Helvetia. Ich habe das gar nicht kennt, weil ich habe keinen Fernseher. Spannend, bin gespannt, wann sie den nächsten McDonalds-Turm aufbauen, mitten im Wald. Aber das ist nicht so tragisch, weil ich habe was ganz Interessantes festgestellt. Ich habe meine Trommel dabei gehabt, so Schamanentrommel. Hab dann 5 Minuten getrommelt und hab dann geschaut und dann wollten, die sind erstens ganz starr waren, ganz ruhig, und dann wollten die auch. Und auf einer Trommel kann man nicht Schlagzeug spielen. Und sie fangen an, ihren Rhythmus zu suchen. Das ist voll interessant, wie man mit einem einfachen Instrument, das kann man aber mit Klangstäben auch machen,
von einem Kopf überzogenem Kind, das im Wald gar nichts mitkriegt, plötzlich erkennt, wie es sich selbst erdet und wie es plötzlich ankommt mit einem kleinen Hilfsmittel. Also es ist nicht so, dass die Synapsen, die nicht gebildet sind oder verkümmern, dass man die nicht wieder reaktivieren kann. Wir sind ja unglaubliche biochemische Wunderwerke und darum ist es schön und mutig, dass die öffentlichen Medien jetzt auch ein bisschen dahin stupsen und sagen, das ist schön und recht. Aber schaut mal, was wirklich Werte sind. Wie schaut Bildung aus? Muss das wirklich von außen geschehen oder ist es die Herausbildung der eigenen Menschlichkeit?